Moin moin und herzlich willkommen. In dem heutigen Video schauen wir uns das sehr nützliche Tool CurrencyCop an. Mit diesem können einzelne oder mehrere Stashtabs getrackt und bewertet werden, sodass man einen Überblick behält, wie viel Currency man jetzt im Endeffekt gesammelt hat oder besitzt. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel mappt, hat man ja manchmal das Gefühl, dass man nicht wirklich vorwärts kommt, was die Currency angeht. Oder sogar, dass man Currency verliert. Ihr werdet später sehen, dass es ganz leicht passieren kann. Da gebe ich noch ein kleines Beispiel. Aber erstmal zur Installation. Das erste, was ihr macht, ihr geht auf poe.technology. Und dann könnt ihr euch hier das Ding runterladen. 32 oder 64 Bit, Standard halt. Download ist ein bisschen groß, aber es lohnt sich. Installation ist einfach nur einmal weiterklicken. Wenn ihr das Ganze dann installiert und gestartet habt, dann seht ihr zuerst mal das hier. Da fragt euch das Programm nach eurer PoE Session ID. Diese ist notwendig, damit das Programm euch mit euren Stash Tabs verknüpfen kann, über die PathXL API. Wo findet ihr diese Session ID? Offensichtlich könnt ihr hier auf den Link klicken und dieser leitet euch dann zu diesem Forumsbeitrag. Müsst ihr vielleicht ein bisschen runterscrollen. Und dann, je nachdem, was für einen Browser ihr benutzt, gibt es hier Anleitungen. Für Firefox, Chrome, für andere. Hier auch nochmal mit Bildern hier unten. Ist eigentlich sehr detailliert erklärt, hab sogar ich hingekriegt. Diese Session-ID keinem anderen zeigen, die ist persönlich für euch und auch wichtig. Wenn ihr eure Session-ID dann eingegeben habt, seht ihr als nächstes diese Seite. Und hier könnt ihr jetzt einen Report erstellen. Ein Report umfasst eins oder mehrere Stash-Tabs, die ihr dann zusammenrechnet und bewertet und dann gebt ihr euch eine Summe aus, was dann im Endeffekt drin ist und auch eine Übersicht über die einzelnen Posten. Könnt ihr euch auch anzeigen lassen. Also machen wir das Ganze mal. Unser Ziel ist es einfach erstmal nur, für das Currency Tab eine Übersicht zu kriegen, wie viel da im Endeffekt drin ist. Wir können ja mal ein kleines Spiel spielen. Ich zeige euch einfach mal das Currency Tab und ihr könnt ja mal pausieren und einfach mal selber überschlagen, wie viel hier wohl drin sein wird. Also pausieren. Gut, da sind wir wieder. Jetzt erstellen wir den Report. Wir nennen das Ganze einfach mal Currency. Hier müssen wir die Leak auswählen, Hardcore Abyss. Und dann können wir die einzelnen Tabs selecten. 17, wie man hier sieht, ist mein Currency Tab. Hätte man natürlich auch Currency nennen können oder C oder wie auch immer. Habe ich nicht gemacht, brauche ich nicht. Und man könnte auch noch andere auswählen. Aber wir wollen jetzt ja nur das Currency Tab bewerten lassen. Und dann erstellen wir einfach Create Report. Und jetzt sammelt er ein paar Daten von PoE Trade. Und es kommt raus, unser Currency Tab sind 2000 Chaos. Hättet ihr damit gerechnet? Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich dachte, das wären weniger. Und so kommt man halt ganz leicht in Versuchung zu sagen, ich verliere Currency beim Mappen. Weil man diese ganzen Currencies, die man sonst eigentlich nicht mitzählen würde, zum Beispiel Sextants, Fusings sind ganz wichtig, Alterations, Chance Orbs, Splinter, alles aufsummiert, das führt zu einer riesigen Summe. Wenn man interessiert ist, wie sich diese 2000 jetzt im Endeffekt zusammensetzen, sieht man hier, der größte Posten sind die Exiles mit 470 Chaos. Und so weiter und so fort. Dann kann man sich das hier alles angucken. Sehr, sehr praktisch. Ihr könnt da ja mal ein bisschen mit rumspielen, eure eigenen Reports erstellen. Seid aber wachsam. Diese Raten stimmen nicht immer. Beim Currency ist es ziemlich sicher, dass man damit rechnen kann, dass sie stimmen. Aber bei anderen Sachen, wo der Markt vielleicht nicht so liquide ist, hohe Schwankungen, vielleicht nicht so viele Items gelistet, da führt das zu Problemen. Das heißt, für Currency kann man das sehr gut verwenden. Für Maps und für Divination Cards und für Essences vielleicht auch noch. Aber für Uniques und so weiter, da hört es schon auf. Und Rares gehen gar nicht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video eure Hoffnung zurückgeben, dass ihr beim Mappen, obwohl es nicht so aussieht, doch Fortschritte macht. Ihr könnt das ja beim nächsten Mal einfach, bevor ihr mappt, einmal durchlaufen lassen und nachdem ihr mit dem Mappen fertig seid, einmal durchlaufen lassen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht einfach in meine Videobeschreibung rein. Da findet ihr hier einen Amazon-Link. Wenn ihr über diesen Amazon-Link etwas bestellt, wird das meinem Account quasi zugeschrieben und ich kriege dann eine Gewinnbeteiligung. Wenn ihr euch also diesen Link als Lesezeichen zum Beispiel abspeichert, das würde massiv helfen. Und es kostet euch tatsächlich nichts extra, erstaunlicherweise. Vielen Dank für die Unterstützung.